Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute um 17 Uhr wurde der Stories from the Outland Fight Night Trailer veröffentlicht. Wir bekommen über 7,5 Minuten satte Pathfinder Storyline um die Ohren geballert. Der Trailer ist wirklich sehr interessant, er ist sehr witzig, es gibt eine Menge Sachen zu übersehen tatsächlich. Solltet ihr den Trailer erst einmal gesehen haben, also Nummer 1, ich zeige euch den jetzt erstmal in voller Länge. Es gibt nach dem Trailer eine kleine Analyse. Ich gehe nicht den gesamten Trailer durch, weil das echt zu lange dauert. Aber es gibt ein paar klitzekleine, aber interessante Details, die man verpassen kann, wenn man an bestimmten Punkten nicht stoppt. Ist euch vielleicht Forge im Trailer aufgefallen? Ist euch Revenant aufgefallen in bewegten Bildern? Nicht irgendwelche Standbilder von Revenant, sehr interessant. Es gibt einen Zusammenhang, den man im Trailer sehen kann zwischen Krypto und Caustic, was sehr interessant ist, weil Caustic spielt eine fette, interessante Rolle in diesem Trailer. Und vor allen Dingen sehen wir in dem Trailer, wo Pathfinder seine wichtigste Fähigkeit, den Grappling Hook, her hat. Und vor allen Dingen, wer dieses Teil zuerst benutzt, das finde ich auch mega interessant. Ich bin auf jeden Fall auf eure Meinung gespannt. Ich würde mich natürlich, wie immer, über jeden Daumen nach oben schon mal freuen. Ein Abo dalassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Trailer und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr nach dem Trailer euch diese kurze Analyse noch reinzieht. Das war's jetzt von mir. Malta. A city with no end. Whole planet's a gilded cage, and the canaries screaming. Filthy or filthy rich, everyone here's a criminal. And I got them all. All but one. Now look at me, guarding scum, shoveling deep-fried pork with plum sauce. I've outlived my purpose. Like this guy. Oh, pardon me. Can I be of help? We gotta face facts, pal. Not everyone makes it 12 rounds. It's my first day on the job. You miss, there's no second shot. I'm talking to you, Tin Can! Oh, good! Security! Drop it! Oh, no! Security! Modified 50 cal rampart, made for murder. Exciting. This a game to you, is it? This is my job. A professional. Well, so am I. Who sent you? I want a name. I want a name too. What is it? I'm asking the questions, Coat Rack. And you're talking, whatever it takes. You're fired! Oh! You're fired! I'm fired? Stop! Humbert Labs. Knox. I knew it! The bastard's still alive! No, 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 go back! What else do you see? 5% chance. Stop! Pathfinder. Pathfinder. We've made you for a great purpose. Who the hell? I'll take it from here. Excuse me, friend. I think I'm about to discover my purpose. Hey! Mob's not taking my witness. I need him. You need me? Piss off, Scablet. Bam! You're coming with me. Security guards made off with the Marvin. Stop them! Thank you.
on us any minute. I need what's inside you. Friendship? What? No! Just you and me, friend. You're not my friend. Just show me the data you have on Nox. Pathfinder. No, you idiot. There's no time for this. We've made you for a great purpose. Uh-oh, friend. Muldera. Ex-Lieutenant Muldera. Surrender and we'll help you find Nox. You can't escape. Don't worry, I used to be a pilot. It's your lucky day, friend. Luckily, lightning never strikes the same. Each other. Just you and me, friend. Sorry, Marv. You can't know what it's like to finally find the thing that gives your life meaning. Oh no, friend! Scavlander. Files. No! You're almost here. Marvin, we need you. Your existence is proof that the Outlands can survive. People must be told about you. You are our pathfinder. Not everyone makes it 12 rounds. You miss, there's no second shot. Or so I thought. Thanks, friend. But it turns out that some of us are made for a great purpose. Hier ist der erste Stopp. Ich muss, denke ich, nicht viel sagen. Ihr werdet selber sehen, auf der rechten Seite ist dieser Kämpfer bzw. der Charakter hier mit Forge auf dem Bild zu sehen. Wer hier wirklich nur relativ leichtsinnig diesen Trailer überfliegt, dem wird das nicht aufgefallen sein. Filthy or filthy rich. Everyone here is a criminal. Das ist der Vater von Loba, das sollte kein Geheimnis sein. Hier oben sehen wir Revenant, das ist aber nicht das, was ich mit Revenant meine, als ich gesagt habe. Oder ist euch etwa Forge oder Revenant aufgefallen? Wir werden Revenant noch in bewegten Bildern sehen, was definitiv niemand in der vollen Geschwindigkeit des Trailers sehen konnte, aber sehr interessant.
Hier sehen wir oben links übrigens nochmal Forge. Also man hat auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, Forge zu entdecken. Und hier, das ist ganz wichtig und das übersieht man auch sehr, sehr schnell. Unten links, ich blende euch das hier auf der rechten Seite mal ein. Dieses Bild ist schon aus einem Krypto-Trailer bekannt. Ich gehe mal davon aus, dass das hier unten die Mutter, wahrscheinlich, ich weiß es nicht hundertprozentig, die Mutter von Krypto ist. Links sieht man Krypto in jungen Jahren und rechts, seht ihr hier drüben rechts auf dem Bild, rechts ist die Schwester. Und irgendeine Verbindung hat Krypto scheinbar auch mit Caustic, Dr. Nox. Auf jeden Fall geht es im Großen eigentlich irgendwie, zumindest für den Onkel hier, um Caustic und Pathfinders eigentlich zufällig in diese ganze Geschichte reingerutscht. Und wenn man hier im Eifer des Gefechts sich das alles anschaut, als ich den Trailer vorhin zuerst gesehen habe, dann dachte ich, oder beziehungsweise da dachte ich, dass Pathfinder so eine Art versteckter Auftragskiller ist. Das, wie gesagt, wenn man den Trailer vielleicht ein, zweimal mehr sieht, fällt dem natürlich auf, dass es nicht der Fall ist. Aber der Cop denkt genau dasselbe, weil er in dem Moment nicht auf die Sicherheitskameras geschaut hat. Jetzt hat er nämlich die Wingman in der Hand. Und hier ist noch absolut unklar, dieser Incoming Call, wer hier dahinter steht. Ich denke mal, das wird irgendwann mal noch aufgelöst, aber ich habe keine Theorie, wer hinter den Initialen stecken könnte. Vielleicht habt ihr eine Idee, haut es in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin jetzt auch nicht der Belesenste, was die Geschichte rund um Apex Legends betrifft bei einigen Sachen. Aber es könnte sein, dass wir mit dem Buch, was am 2. Februar zum Geburtstag von Apex Legends rund um Pathfinder rauskommt, ich glaube, das heißt Pathfinder's Quest, da werden wir auf jeden Fall noch eine Menge mehr über den Kollegen erfahren. Und hier sehen wir auch, das ist natürlich auch sicherlich jedem aufgefallen, er nennt diese Waffe nicht Wingman, sondern eine modifizierte Rampart. Eben weil das eine modifizierte Rampart-Waffe ist, sehen wir hier an dem R-Logo. Und hier sagt der Kollege noch, gemacht für Mörder. Und hier reden die Leute, also die beiden einfach aneinander vorbei. Und hier denkt natürlich der Typ, dass es ein Auftragskiller ist. Also natürlich Pathfinder. An dieser Stelle sehen wir eigentlich, dass Pathfinder schon nach Fragen sucht, keine Antworten hat, selber immer noch auf der Suche nach seinem Erschaffer ist und eigentlich so ein bisschen zu bemitleiden ist, weil er auch nicht so richtig weiß, woran er ist und dass er schon eine Menge durchgemacht hat, eine Menge Jobs und so weiter, die er alle verkackt, weil er einfach total tollpatschig ist. Einmal als Kellner oder Haushaltshilfe, keine Ahnung. Was sehen wir eigentlich hier als Putzkraft? Hoch. Als Fensterputzer. Und hier wird es nämlich interessant. Das scheint nämlich der vorgetäuschte Tod von Caustic zu sein. Und schaut mal genau, was Caustic jetzt macht. Caustic in jungen Jahren. Man weiß ja immer nicht, wie lange das her ist. Das ist auf jeden Fall vor den Apex Games. Das sollte klar sein. Was er da abschießt. Das dürfte der Grappling Hook von Pathfinder sein, den er auch später im Trailer noch erhält, bevor er diese, sage ich mal, taktische Fähigkeit hatte. Er fragt ja schon wieder, ob er gefeuert ist. Das ist so geil. So, hier sehen wir noch ein paar Sachen. Hier explodiert irgendein Planet. Das könnte irgendwas mit, ich habe keine Ahnung, das könnte vielleicht was mit Titanfall zu tun haben. Update on Typhoon, vielleicht ist das ein Planet, aber da bin ich nicht so belesen. Und ach, ich stoppe schon genau richtig. Schaut mal, wer hier gerade durch ein Fenster springt. Zack, das ist der gute Revenant. Ja, erinnert euch, Ende von Season 3, Anfang Season 4, der Trailer als Revenant das Hochhaus hochklettert und die Eltern von Loba platt macht. Er ist quasi wahrscheinlich eine Küchenhilfe. Man sieht ja, dass der selber in dem Restaurant ist und er bastelt gerade irgendwie mit einem Messer rum. Es ist echt mega faszinierend. Was macht er hier? Ich weiß nicht, er deaktiviert eine Bombe. Das fällt mir jetzt auch erst ein, für was auch immer diese Bombe war.
Hier war er mal Babysitter. Hier habe ich wirklich gehofft, dass ich vielleicht irgendwas raussehe, was Aufschluss darauf gibt, dass es vielleicht eine Legende, eine weibliche Legende aus Apex ist, die er schon mal als Babysitter betreut hat. Hier hatte ich vielleicht bei der Haut, also ein bisschen dunkler ist, habe ich vielleicht erst so auf Lifeline oder Bangalore getippt. Aber ich denke, wenn, dann eher Lifeline, weil die von der Hautfarbe vielleicht ein bisschen heller ist. Weil ich erkenne auch dieses Kinderspielzeug nicht. Könnten das kleine Mini-Spielzeugraketen sein? Falls das der Fall ist, ich erkenne es nicht wirklich. Es könnte vielleicht tatsächlich doch Bangalore sein. Und hier gehe ich ganz felsenfest davon aus, das ist meine Theorie, die habe ich jetzt nirgendwo her, dass das die Mutter von Watson ist. Französischer Akzent sollte klar sein und ich gehe auch davon aus, sie ist die einzige, die hier Marvin, nennen ja die meisten ihn, weil wahrscheinlich die Baureihe so heißt, sie ist die einzige, die ihn Pathfinder nennt und deswegen gehe ich fest davon aus, dass sie der Erschaffer ist. So richtig weiß man nicht, wer sie ist, zumindest im Zusammenhang mit welchen Personen. Ich könnte mir aber fest vorstellen, dass vielleicht sie die Mutter von Watson ist. Und auch, das könnte eine Theorie sein, da Watson und Caustic in einer gewissen Vater-Tochter-Beziehung stehen, aber nur im Verhältnis. Er ist nicht der Vater von Watson, aber sie haben eine sehr innige Beziehung, als könnten sie Vater und Tochter sein. Vielleicht, dass hier im Hintergrund auch, keine Ahnung, Nox Gas könnte sein, muss nicht sein, Theorie von mir. Sagt sie, we made you. Irgendwas sagt sie, we made you. Pathfinder. We made you for a great purpose. We made you for, keine Ahnung, das verstehe ich nicht. Und was auch noch interessant ist hier, schaut mal, was hier für ein Text kommt. Irgendwas mit Face Runner. Danach kann man aber nicht mehr lesen, was das bedeutet. Und hier steht auch irgendwas mit Self-Destruction. Vielleicht hat sie auch irgendwas mit diesem Caustic-Angriff zu tun und deswegen hat sich Caustic vielleicht um Watson gekümmert. Das ist auch so eine Theorie. Hier sieht man auch so ein Olympus-ähnliches Fluggerät. Das wird Olympus selber mit Sicherheit nicht sein. Jetzt muss ich nämlich ziemlich stark überlegen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu klein für Olympus. Sieht man ja hier auch diese ovalen Dinger. So, Ladies and Gentlemen, ihr seht es gerade selber, das ist die Geburtsstunde des Grappling Hooks, zumindest für Pathfinder. Jetzt wissen wir schon mal, wo er den Grappling Hook her hat und auch die Spectres hier, die haben sich ja auf dieses Schiff manövriert, sage ich mal, mit so einer Art Zipline. Also könnte man vermuten, dass das quasi die Geburtsstunde seiner Fähigkeiten ist. So, hier habe ich nochmal kurz Pause gemacht. Das ist die Stelle, wo Pathfinder den Spectre los wird durch Zufall. Und wir sehen hier Olympus, book your vacation now. Das ist quasi so eine Art Urlaubsort. Also könnte es sein, dass wir tatsächlich doch Olympus über dieser Stadt, ich glaube Mate hieß diese Stadt, Mate, wird ganz am Anfang gesagt, ich spule jetzt aber nicht zurück dafür. Also könnte es tatsächlich sein, dass über dieser Stadt Olympus schwebt. Hier an dieser Stelle sehen wir Pathfinder sterben. Er wird ja nachher am Ende des Trailers sehen wir, dass er durch einen Kurzschluss eigentlich wieder, ich sag mal, reaktiviert wird. Durch Zufall könnte man fast sagen. Aber warum er tatsächlich überhaupt da ist und welche Mission er hat, hört man leider in den letzten Worten von wahrscheinlich vermutlich seiner Erschafferin nicht raus. Sie erzählt, warum er da ist, warum die ihn brauchen, aber man hört es leider nicht wirklich raus. Hier an dieser Stelle. Sie spricht auf jeden Fall von den Outlands. Sie betitelt ihn erst als Marvin und gibt ihm aber den Namen Pathfinder. Und hier ist der besagte Kurzschluss.
der durch den Regen verursacht wird und er wird quasi reaktiviert oder gerebootet. Und man sieht vor allem hier nochmal das auf seinem zerbrochenen Display das Bild von dieser Frau. Also wir können felsenfest davon ausgehen, dass das auf jeden Fall eine extrem wichtige Person noch in der Story von Pathfinder spielen wird.